Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr vielleicht in der Überschrift schon gelesen habt, geht es heute wieder um ein Unboxing und zwar einer Beauty Box und dieses Mal ist es die Look Fantastic Box. Die habe ich mir bestellt und ja, die kommt hier in diesem schönen Design. Finde die Box richtig, richtig schön gemacht hier mit den zwei verschiedenen Blautönen, dem silbernen Streifen. Schön schlicht, gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal in das Paket rein, denn ich bin schon mega neugierig, was drin ist. Ich habe die nämlich schon ein paar Tage daheim stehen und noch nicht reingeguckt und ja, bin einfach mega neugierig drauf. Und ja, würde sagen, wir schauen deswegen hier gleich mal rein. Wenn man das Ganze aufmacht, sieht das hier so aus. Und zwar ist hier einmal eine Zeitschrift drin. Und das ist die englische Ausgabe von der Elle. So sieht das Ganze dann aus, wenn man das aufmacht. Und hier haben wir dann auch wieder ein Magazin. Das hier sieht so aus. Da steht dann auch nochmal alles drin. Aber da schauen wir erst später rein. Ja. Als erstes haben wir hier dieses Produkt. Das ist von Erno Laszlo New York Hydrate und Nourish Hydrafell Skin Supplement Lotion. Ja, ich denke, das ist einfach so eine Flüssigkeitslotion. Das sieht so aus. Also da bin ich ja mal sehr gespannt drauf, was das Produkt hier so kann. Okay, hier hinten steht drauf, es ist ein Toner für Feuchtigkeit und soll halt das Hautbild oder die Hautfeuchtigkeit ausgleichen. Genau. Dann haben wir hier Balance Me Natural Skincare Congress Skin Serum 99% Natur. Das sieht so aus. Also ein Gesichtsserum. Ja, werde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne testen. Dann haben wir hier von Espa Natural Beauty Inner Calm Pink Hair and Scalp Matte Intensive Treatment Mask to Condition and Nourish Hair and Scalp. Das sieht so aus. Also das ist im Endeffekt ein ja, ein Conditioner und eine Kopfhautpflege. Hier soll man anwenden, in die Kopfhaut einmassieren und in die Haarlängen massieren. 20 Minuten oder über Nacht drinnen lassen und dann in der Früh oder nach den 20 Minuten ausspülen. Ja, und wenn man das Ganze intensivieren möchte, soll man halt Shampoo und Conditioner auch noch kaufen, genau. Okay, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Werde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne testen. Dann haben wir hier von Monu Spa Warming Ginger Bath and Body Oil. Okay, das sieht so aus. Genau, und das kann man halt entweder zum Massieren nehmen oder halt mit in das Bad nehmen, also ins Bad reingeben. Oh, das riecht nach frischem Ingwer, also richtig, richtig gut. Werde ich auf jeden Fall gerne austesten. Dann haben wir hier von Cores ein White Tea Fluid Gel Cleanser. Also auch nochmal so ein Reiniger für die Gesichtshaut. Von Cores habe ich mal in der Glossybox, glaube ich, einen Lippenstift drin gehabt. Aber so Pflegeprodukte
Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt drauf und werde ich auf jeden Fall auch gerne, gerne testen. Ja. Ja, und dann haben wir auch schon das letzte Produkt und zwar von Model Co. 3D Lash Primer. Das sieht so aus. Der ist auch nochmal so extra eingepackt. Und das Produkt sieht so aus. Das ist im Endeffekt eine normale Wimpernbürste mit so einem weißen Produkt drauf. Einfach um die Wimpern vorher nochmal zu primen. Werde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne ausprobieren. Ja, ihr Lieben. Die Box ist leer. Schauen wir nochmal in das Heftchen rein, was denn die Produkte so kosten. Okay, nee, ich kann euch nicht sagen, was die Produkte kosten, denn hier stehen keine Preise drin. So sieht das Ganze aus. Genau, da stehen halt nur ein paar Tipps mit dabei und was denn das Produkt kann. Man kann aber alle Produkte, die jetzt in dieser Box waren, auch bei Lookfantastic bestellen. Und ja, ich denke, da findet man auch die Preise. Ja. Stehen halt dann noch so ein paar neue Trends mit drin. Dann für 2018 soll ja der No-Make-Up-Make-Up-Look sehr gefragt sein oder sehr angesagt sein. Ja, ein paar Produktvorstellungen und ja, dann steht hier noch ein bisschen für Gesichtspflege drin, für trockene Haut, für normal Skin und oily Skin, einfach so ein paar Tipps. Und hier hinten steht dann nochmal drauf, was die nächste Box für ein Thema hat. Und zwar Beauty Rendezvous. Genau. Ja, das ist dann die Februarbox. Bin ich auch sehr, sehr gespannt. An sich hat mir die Box sehr, sehr gut gefallen. Es sind alles recht kleine Produkte. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das Originalgrößen sind oder ob das hier einfach nur so Probiergrößen sind, weil die alle schon sehr klein sind. Aber wir haben hier drinnen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte und ich kenne alle noch nicht. Also ich habe noch keins von diesen Produkten getestet und freue mich aber schon mega darauf, diese auszuprobieren. Vor allem gerade auch, weil so Naturkosmetik mit dabei ist, was ich sehr, sehr schön finde. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Wenn ihr dann keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ja, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss.